In letzter Zeit entdecke ich immer mehr YouTube-Kanäle, die von Menschen mit Behinderungen betrieben werden, die entweder über ihre Behinderungen sprechen oder aber ganz was anderes machen. Egal was, irgendwann kommt sicher das Thema auf ihre Behinderung zu sprechen. Das heißt, es gibt immer ein, zwei Videos darüber. Und eines davon habe ich jetzt auf einem neu entdeckten Kanal gefunden, und zwar Hiking Dreads. Das ist eine junge Dame, die sehr hübsch ist mit Dreadlocks und sie macht Mädchenzeug, so Make-up und Kleider und so, aber sie ist auch sehr naturverbunden und sie hat ein Video gemacht, was hat sie genannt? Meine körperliche Behinderung, Tag, dann ihre Behinderungsform. Sie hat nämlich, ihre rechte Hand ist nicht ganz normal gewachsen. Und ich fand das Video sehr gut, ich fand den Tag sehr gut, sie hat eine sehr gute Fragenliste zusammengestellt, die sie in ihrem Video zu ihrer Behinderung beantwortet. Und habe eben andere Menschen mit Behinderungen aufgefordert oder eingeladen vielmehr, das auch zu machen. Und das tue ich nun. Also, liebe Hiking Red, danke für den Tag. Ich werde ihn jetzt auch machen. Und das Ganze nennt sich dann meine körperliche Behinderung, Tag Osteogenesis Imperfecta. Da ich nicht auswendig weiß, die genaue Definition, habe ich mir auf Wikipedia eine kleine Hilfe geholt. Osteogenesis Imperfecta. Osteo steht für Knochen, Genesis für die Entstehung und Imperfecta für unvollkommen, ist die lateinische Bezeichnung. Umgangssprachlich wird es Glasknochenkrankheit genannt. Das heißt, ich mache das frei, egal. Ihr könnt es in Wikipedia wortwörtlich dann nachschauen. Es geht einfach darum, dass die Knochen schwächer sind als bei anderen Menschen. Auf dem Röntgenfoto sehen die Knochen sehr durchsichtig aus, was bei normalen Knochen nicht der Fall ist. Und sie brechen auch viel leichter. In meinem Fall hat das geheißen, dass ich mir bis zur Pubertät oftmals die Knochen gebrochen habe, sprich Hände und Beine mehrmals im Jahr, Schlüsselbeine und Rippen sind da gar nicht mitgezählt. Sie heilen eigentlich ganz normal. Ich habe so keine Schmerzen. Nach der Pubertät sind die Knochen auch etwas härter geworden. Meine Behinderung sieht, wie ihr seht, auch mit einem Kleinwuchs verbunden. Ich sehe mich nicht als krank. Das heißt ja, Glasknochenkrankheit. Aber ich bin ja nicht krank, weil ich finde, eine Krankheit ist etwas, das zeitlich begrenzt ist, das geheilt werden kann. Meine Behinderung ist eine Behinderung, die nicht geheilt werden kann. Deswegen habe ich Glasknochen. So würde ich das sagen. So findet man es auch in Wikipedia. Und genauso sehe ich das auch. Ich glaube, viele Menschen, die Glasknochen haben, sehen es ähnlich. Wenn ihr jetzt zum Beispiel den Film Unbreakable kennt, werdet ihr euch fragen, Glasknochen? Aber Samuel L. Jackson hat in dem Film doch auch Glasknochen. Ja, es gibt auch Menschen, die normal groß sind und gehen können und trotzdem Glasknochen haben. Es gibt, wie bei allen Krankheiten und Behinderungsformen auf dieser Welt, unterschiedlichste Ausformungen. Somit kann es sein, dass es auch Menschen gibt, die normal groß sind und trotzdem Glasknochen haben. Meine Behinderung habe ich seit Geburt. Die Ärzte haben damals herausgefunden, dass es scheinbar, oder erst vor kurzem eigentlich, vor ein paar Jahren, haben sie herausgefunden, dass es sich um einen Fehler im vierten Chromosom handelt. Muss gestehen, die Information bringt mir jetzt auch nicht viel. Ich sitze in einem Elektrorollstuhl, der 140 Kilo schwer ist. Ich bin ca. 90 cm groß, kann nicht gehen und nicht stehen. Die Einschränkungen ergeben sich daraus logisch. Sprich, ich kann mit keinem normalen Auto mitfahren. Ich bin auf barrierefreie öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. In Wien gibt's die jetzt Gott sei Dank schon fast durchgehend. Nicht alle Straßenbahnen sind barrierefrei. Bei Gebäuden ist es so, dass, sei es jetzt Schule, Uni oder auch Beruf, ist es schwierig, als mobilitätseingeschränkte Person einen Job zu finden oder halt daran teilzunehmen in der Schule oder in der Uni, weil nicht alle Gebäude leider barrierefrei zugänglich sind. Berufsbedingt, ich habe mich selbstständig gemacht, einerseits, weil es einfacher ist, als Selbstständiger Arbeit zu bekommen, als angestellt zu werden, weil die Firmen einerseits nicht barrierefrei sind, also die Büros in irgendwelchen Halbstöcken oder in anderen Gebäuden oder es gibt kein WC für Rollstuhlfahrer. Wenn man aber als selbstständig ist, dann kommt man nur in die Firma kurz rein, sagt Hallo, bespricht das Projekt, macht das dann mit seinem eigenen vier Wänden und liefert das Projekt ab und fertig. Sie haben keinen extra Stress jetzt wegen meiner Behinderung. Bei Bewerbungen, tja, wie gesagt, die Menschen können wenig anfangen oder sind mal ein bisschen schockiert, wenn sie jemanden wie mich sehen, weil es einfach nicht zum Alltag dazugehört. Und deswegen ist es immer etwas schwierig. Aber wie gesagt, deswegen bin ich auch selbstständig. Musik.
Meine Behinderung hat eben seit der Pubertät keine großen aktiven Auswirkungen. Das heißt, ich habe keine OPs, ich breche mir sehr selten die Knochen. Seit ich meinen Alkoholkonsum zurückgeschraubt habe, falle ich auch weniger oft aus dem Rolli raus. Ist eine sehr gute Entwicklung, worauf ich sehr stolz bin. Meine Sturm- und Drangjahre so zwischen 16 und 25 waren hart. Aber nur die Harten kommen in den Garten. Das Spektrum von Reaktionen ist extrem breit. Es gibt die Kinder von 2 Jahren, die gerade zu sprechen beginnen, bis älter, so mit Mama, schau, ein altes Baby, bis hin zu erwachsenen Männern, die sich vor mir aufbauen. Du, sag einmal, was bist denn du jetzt überhaupt? Ein Zwerg, ein Lilliputaner oder ein normaler Mensch? Das ist so das Spektrum, in dem sich das alles abspielt. Kinder, das ist immer sehr nett und lustig, ist überhaupt kein Problem. Bei erwachsenen Menschen, die solche Fragen stellen, ist nicht die Regel, möchte ich gleich dazu sagen. Aber sie gibt's. Viele Menschen, und das ist auch das Schöne daran, beginnen das einfach schon. Ja, ist halt so. Man schaut kurz einmal, weil man es nicht gewohnt ist, jemanden zu sehen, der so klein ist. Aber im Prinzip reagieren die meisten einfach schon so. Ja. Ist halt so. In die Richtung grüne Haar und Piercing. Schaut komisch aus, ist aber auch normal. In die Richtung bewegen wir uns schon und das ist auch eine sehr, sehr gute Entwicklung. Was ich, seit ich YouTube betreibe, auch bemerke, ist, vor allem bei so Teenagern, da gibt es immer welche, die so in der pubertären Phase sind, wenn sie dann jemanden wie mich sehen, wo sie dann anfangen so zu lachen und so, schaut den an, der ist komisch. Und manchmal ist mir völlig egal und manchmal denkt man sich, oh, komm zu Papa, die hänge jetzt der Kuschen. Aber das Lustige ist, seit ich YouTube betreibe, passiert mir das auch. Aber diese Teenager machen das nicht, weil sie mich lustig finden, sondern weil sie mich lustig finden. Und zwar von meinen Montagswitzen. Die kennen mich von YouTube und sind einfach nur begeistert, mich auf der Straße zu sehen. Und die sagen das dann auch, hey, kenn dich von YouTube, oh, cooles Video und so. Im ersten Moment denke ich immer, ah, solche kleinen Arschlöcher, jetzt machen sie es wieder lustig über mich. Und dann kommt raus, dass sie mich eigentlich von YouTube kennen und das ganz super finden. Und das ist super genial, großartig. Für mich ist das ungewohnt, weil das jetzt erst in den letzten 1,5 Jahren so passiert, dass diese komischen Hahaha auf, hey, ich kenne dich aus dem Internet, super. Das heißt, die Berühmtheit, die mich langsam einholt, ist spannend für mich. Und es ist eine sehr schöne Veränderung, die sich da ergibt. Natürlich kenne ich auch andere Menschen mit Osteogenesis Imperfecta. Es gibt jetzt keinen Club, an dem wir uns jede Woche treffen, oder einen geheimen Handschlag. Wir sind auch nicht alle gleich, auch wenn wir uns ähnlich schauen, manche. Es gibt in Österreich die ehemalige Grünen-Politikerin Therese Heidelmeier zum Beispiel, oder ich kenne persönlich Raoul Krauthausen, der in Deutschland mit den Sozialhelden kein unbekanntes Gesicht ist. Er und ich werden auch immer miteinander verwechselt, also ich mit ihm, er weniger oft mit mir. Aber ich arbeite daran, dass sich das ändert. Ich denke, positiv beeinflusst hat mich die Behinderung insofern, dass ich ein ungemeines Selbstbewusstsein entwickelt habe. Ich habe Ehrgeiz und Beharrlichkeit entwickelt. Das heißt, wenn ich etwas will, von dem ich überzeugt bin, dann habe ich auch den Biss, dorthin zu gehen und mir das zu holen. Ich glaube, dass ich ganz gut mit Menschen kann, mit den meisten. Ich habe Assistenz, dadurch bin ich gewohnt, irgendwie so eine dauernde Selbstreflexionsschleife zu durchleben. Das heißt, ich lerne immer wieder neue Menschen kennen und das sehr nahe, weil sie ja meine persönlichen Assistenten sind. Und da stellt sich immer wieder die Frage, wie weit geht man aufeinander ein, was darf man sagen, was nicht, wie soll man jemanden behandeln, wie nicht. Wenn man da immer wieder einen Neuen kennenlernt, hinterfragt man auch immer wieder, ob das richtig ist, was ich mache, ob das gut ist, was ich mache, ob ich Dinge gut erkläre, ob ich jetzt nett bin oder ob ich unsympathisch bin. Und somit arbeitet man immer an seiner eigenen Persönlichkeit. Und ich glaube, das ist schon gut. Mein Selbstbewusstsein ist so ausgeprägt, dass es manchmal arrogant rüberkommt oder Leute sogar einschüchtert. Mir ist auch aufgefallen, kann man jetzt positiv oder negativ sehen, aber manchmal ist es so, wenn Leute mich neu kennenlernen, dass sie mich für einen ziemlichen Unsympathler oder Arsch halten, was sich aber wenn es zu einem zweiten Treffen kommt, meistens sehr schnell aufhebt.
ist spannend. Ich glaube nicht, dass ich es unbedingt drauf anlege, aber es passiert immer irgendwie. Also wenn ich nicht behindert wäre, würde ich, glaube ich, heute nicht alleine in Wien wohnen, sondern immer noch in Oberösterreich in der Nähe meiner Familie sein. Ich werde irgendeinen Job angetreten. Ich glaube nicht, dass ich studiert hätte. Ich glaube nicht, dass ich Videos machen würde. Ja, ich glaube, das ist schon okay, so wie es ist. Ja, so viel zu dem Tag. Video, Hiking Grads, ich danke dir für die Idee, für die Fragen. Ich lade euch ein, wenn ihr eine Behinderung habt und einen YouTube-Kanal oder einfach so ein Video machen wollt, ich werde die Fragen unten in der Beschreibung reingeben. Macht auch so ein Video, wäre interessant. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch und wenn ihr noch Fragen habt, bitte in die Kommentare unten. Es kommt auch bald ein Frag-Marbacher-Video. Das war's, ich danke euch. Nicht vergessen, abonniert mich und Hiking Grads. Bis dahin, Baba.